Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Batman Arkham Asylum. Und wir befinden uns im Moment ganz, ganz tief drin in der Arkham Villa auf der Suche nach Dr. Young und vor allem deren Unterlagen. Und wir wollen mal schauen, was uns heute erwartet in Folge 11 unserer Serie. Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team von Ärzten bearbeitet. Die quetschen die Formel schon raus. Ganz zu schweigen von der Armee von Clowns, die da alles auseinandernehmen. So oder so kriege ich die Formel. Wieso gibst du nicht auf? Los, leg dich hin und stirb endlich. Sei dein bester Freund. Der Typ ist schon ganz schön crazy, aber das habe ich jetzt ja schon öfters festgestellt. So, wir haben hier einmal eine Tür geradeaus, aber wir haben hier auch noch eine kleine Lüftungsöffnung und da gehe ich jetzt lieber durch. Mal schauen, was wir da noch so finden. Ich höre doch hier schon wieder. Ah, guck mal hier, da sind schon wieder so viele. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schauen wir uns mal weiter um, wo wir hier sind. Nö, hier gab es scheinbar nur diese zwei Zähnchen, weil sonst ist hier nichts, oder? Doch, da oben ist was. Wo zur Hölle sind wir hier? Das hier ist doch mit Sicherheit nicht der normale Weg, den man normalerweise geht. Ah, schaut mal hier, jetzt doch wieder ein Riddler. Jetzt hier noch weiter, mal schauen. Sie wird sich nicht öffnen. Wartet mal, ich glaube, ich habe. Das hast du vor 10 Minuten gesagt. Du kannst ihm sagen, ich werde es nicht tun. Ich krieg's jede Sekunde auf, verdammt! Oh, cool, guck mal. Du bist ein Idiot. Joker wird nicht glücklich sein und du weißt, was das heißt. Ruhe, sei einfach still. Ich versuch's. Ich versuch's! Mir das Blut. Jokers Schläger versuchten in das Büro zu gelangen. Sieht aus, als konnten sie nicht durch den Haupteingang hineinkommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Das war auf jeden Fall mal effektiv hier. Die konnten ja gar nichts machen. Wir schauen uns jetzt natürlich aber erstmal hier um. Meistens findet man in so Räumen ja noch irgendwas Cooles. Schauen wir doch mal. Was soll das mir bringen, die zu sprengen? Nichts. Und die Tür ist zu. Die Typen sind dahin. Dann schauen wir doch mal, wo die Tür hier hingeht. Ah, ne, die ist auch zu. Dann müssen wir doch wieder auf den normalen Weg zurück. Was ist hier? Da ist auch was davor. Naja, wir schauen mal. Er zeigt mir immer noch ein Rätsel an, aber eigentlich haben wir das doch gelöst. Das ist zwar da hinten. Vielleicht zeigt er das generell an,
wenn man in diesem Bereich ist. Das kann natürlich auch sein, ob man es hier schon gefunden hat oder nicht. So, jetzt sind wir wieder in dem normalen Raum draußen. Ja, aber die Tür ist zu. Und hier kam ich her. Sollte ich da doch richtig gewesen sein? Wir schauen da nochmal nach oben. Es ist... Es kann nicht sein, dass ich noch einen anderen Weg suchen muss hier. Hier gehst du auch irgendwo genau da oben. Jetzt kommt ja die Redeseinblendung bestimmt, ja? Wir hatten ja festgestellt, hier kommen wir nicht durch. Die Tür ist leider Gottes verschlossen. Wo habe ich was übersehen? Weil die Tür ist auch verschlossen. Ah, guck mal da. Da haben wir doch was. Da ist eine Sackgasse. Warte mal, ist das hier auch eine Sackgasse? Können wir mal gucken. Ha, ist auch eine Sackgasse, weil hier verstecken sich ja gerne mal Riddler, deswegen gucken wir da lieber nochmal nach. So. Das ist Büro. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Okay. Dafür brauchen wir erstmal wieder diese forensische Spur. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Die Tür ist trotzdem noch verschlossen. Das heißt, ich muss... über den Weg rein, raus, über den ich reinkam. Ach, guck mal. Schnapp ihn! Idiot! Au!
ja schon wieder so einen Fatzke. Wieso, warum war der noch nicht kaputt? Der ist ja kaputt. So, Ruhe im Puff. Das sieht ganz so aus. Das könnte vielleicht sogar schon wieder fürs nächste Level abreichen. Ah, guck mal, hier gibt es wieder so ein nettes Tonband. Schauen wir es doch mal an. Patientengespräch Nummer 1. Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frau und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand. Wer ist es? Wir haben ihn gefunden. Brech die Tür auf! An mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg! Sofort! Runter auf den Boden! Wir haben Sie gefunden! Jemand muss einen Arzt holen! Oh Gott, was hat er Ihnen angetan? So, das war also die Akte 1 zu Scarecrow. So langsam füllt sich diese Liste ja auch. Da fehlen gar nicht mehr so viele, wo wir dann Infos finden können. Was war was hier? Nö, mehr gab es hier gar nicht. Es war einfach nur so der Zeit. Oh, Level Up, das ist sehr gut. Da können wir gucken, was wir machen können. Ja, komm, dann machen wir doch hier gerade nochmal ein bisschen Leben dazu. Erstmal Leben voll hochbolzen. Fehlt da nämlich nur noch eins. Ach genau, ich muss ja nach dieser Fingerabdruckspur suchen. Wo ist die? Hier. Was bedeutet, dass sie hier hoch ist? Ah ja, da ist ja auch die nächste. Aha, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, kaputt jetzt, danke. Ah, und das ist jetzt die Tür, die vorhin noch verschlossen war, die ist jetzt offen. Also das Spiel bringt einen doch so ein bisschen in die Jahr überall durch. So, wo ist die nächste? Alle vorne. Jetzt weiter. Ah, hier. Warum auch immer sie sich überall ständig festgehalten hat. Aha, hier durch die Tür müssen wir. In den Nordflügel quasi. Irgendwer liest doch hier was. Ne, ich brauche die Fingerabdrücke. Ah, da drüben sind die Fingerabdrücke. Na, dann müssten die die ja eigentlich gesehen haben. Ich habe eine Stimme aus dem Funkgerät gehört. Ihm wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Mhm. Aha, da sind sie, die Unterlagen.
Oracle. Ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Oh je. Vielleicht unser alter Freund Sis? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, wo er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Hier kommt Gas raus. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Wayne Manor, gucken wir uns mal auf die Karte um. Ach, gar nicht irgendwie. Oh nein, ich habe hier dieses scheiß Gas vom Scarecrow eingeatmet und sehe wieder Gespenster. Erinnerung aus meiner Vergangenheit scheinbar. Wo bringst du uns hin? Wir können hier. Aber es fängt an zu regnen. Los ist nur Glück. Können wir nicht hier auf den Wagen? Komm schon, los weiter. Wir sind das da. Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft schon. So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Sei still, sofort. Erst acht und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Also Gordon kennt. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der stimmt was nicht. Hör zu. Nenn mich Jim. Mega cool gemacht, das Ganze hier. Und da wir jetzt gerade wieder den Checkpoint erreicht haben, würde ich sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert es doch einfach. Dann verpasst ihr nämlich keines mehr unserer Videos. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was noch so für Erinnerungen auf uns zukommen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut in die Videobeschreibung, da steht, wie es geht. Im Abspann seht ihr jetzt noch mal alle bisher erschienenen Folgen verlinkt, sowie ein paar Tipps aus dem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Bis dahin, tschüss und macht's gut.